Auf dem Schild steht: Fahrt in den Sumpf. Vorsicht, Mücken. Der Schnürsenkel sieht noch ganz brauchbar aus. Den nehme ich mit. Noch so ein Tropfen. Blausaft. Jedes Fässchen ein Genuss. Nur 2 Laubtaler. Ein guter Schluck bringt großes Glück. Ein Qualitätsprodukt der freundlichen Waldzwerge. An dem Wort freundlich steht ein kleines Sternchen und ganz unten dazu noch etwas Kleingedrucktes. Der Kauf und oder Verzehr dieses Waldzwerge-Erzeugnisses verpflichtet die Waldzwerge nicht dazu, den Kunden freundlich zu behandeln. Nur noch ein Fässchen Blausaft ist übrig. Scheint, als ob hier in Mauswald der Blausaft knapp wird. Okay, das sollte ich eigentlich nicht machen. Hätte der Herr Kirchenmaus mir nur nicht den Faden an meine Münze gebunden. Die Versuchung ist einfach zu groß. Es hat geklappt. Wie bei dem Kaugummiautomaten gegenüber meiner Schule. Da soll das auch gehen. Habe ich gehört. Das letzte Blausaftfässchen und ein kleiner Werbeaufkleber. Hübsche Blume. Ich glaube, die ist auch auf einem von Mamas Entspannungstees drauf. Ich nehme mir einfach mal eine Knospe mit. Vielleicht kann ich damit die Antenne flitschen lassen und der Krähe damit eins verpassen. Getroffen! Ah, Mist! Das bewegt sich ja nicht. Hoppla! Na, die Antenne braucht doch eh keiner mehr. Mit dem Haken daran lässt sich das Seil wie ein Wurfanker werfen. Lass die Kleine in Ruhe, du Vieh, oder ich verpasse dir eins. Vielleicht kann man die Antenne flitschen lassen, um die Krähe zu verscheuchen. Aber ich komme nicht an die Antenne ran. Oh Mann, die meint es ernst. Ich sollte ihr nicht zu nahe kommen, aber ich muss Ursula helfen. Hier hängt ein handgeschriebener Zettel. Vorsicht, dies ist Krähengebiet. Solange die Gegend am Fluss unsicher ist, werde ich vom Sumpf aus auf Sendung gehen. Mauswald Radio. Die Stimme von Mauswald gibt nicht auf. Gezeichnet Ludwig Gräber. PS. Okay, jetzt ist auch noch der Sumpfweg überflutet. Ich mache Sendepause, bis der Weg wieder frei ist. Das Gebäude liegt in Trümmern. Ich kann das dumpfe Gefühl nicht abschütteln, dass die Krähen hier unangenehme Zeitgenossen sind. Wo du bist, so kommt die Krähe nicht an dich ran. Irgendwas muss ich doch tun können. Aber ich bin zu weit weg. Da guckst du, was? Mist, die war nicht nah genug dran. Ich bin besser vorsichtig. Na, wenn Tauben aus dem Stadtpark darauf anspringen?
Anjas Muffins scheinen zumindest auf Federvieh anziehen zu wirken. So, jetzt gibt's Saures. Kein Grund, mir zu danken. Ich, Zauberlehrling Jerry Haselnuss, helfe immer gerne, wo ich kann. Ich hab alles gesehen. Du bist ein Held. Ach was. Mein Freund Uli ist auch so wie du. Leider ist er... Naja, hier, nimm das. Was ist das? Werbung. Irgendwie müssen Mäuse wie ich sicher ihren Lebensunterhalt verdienen. Wow! Er hat gesagt, dass ich ein Held bin. Jetzt bringen wir dich besser nach Hause, Ursula. Du darfst sogar in meinem Rucksack reisen. Sie hat noch eine Krähenfeder in der Hand gehabt. Ob Ursula sie der Krähe ausgerissen hat? Noch einer. Noch so ein Tropfen. Wieder einer. Was ist das denn für ein Stein? Sitzt ganz fest. Keine Ahnung, was das ist. Nur ein hohler Baumstumpf. Nichts drin. Aber ich höre ein Pfeifen. Der Wind weht durch den hohlen Stamm und seufzt und pfeift. Das klingt fast wie eine Melodie. Das Orgelspiel des Windes. Der Atem des Waldes. Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Bin ich etwa auch ein Dichter? Dichtermagier Jerry Haselnuss. Na, wenn das nicht der vielversprechende junge Baumläufer Jerry ist, von dem alle Welt spricht. Du hast nicht zufällig gerade einen Feuerzauber griffbereit, oder? Das bin ich. Aber leider bin ich noch mitten in der Ausbildung. Gerüchte verbreiten sich hier schnell. Ich hoffe, dir ist klar, dass ich mit dem Feuerzauber nur Spaß gemacht habe. Mein Fahrrad ist nämlich aus einer Streichholzschachtel gebaut. Die brennen wie Zunder. Bist du Plato, der Briefträger? Nun ja, wenn die Pakete heute nicht ankommen, bin ich wohl wieder nur Plato, der Frosch. Dein Fahrrad steckt echt im Eis fest, hm? Ich denke, das Eis wird morgen geschmolzen sein. Das bringt mir aber nichts. Wenn ich die Pakete heute nicht austrage, habe ich bald keinen Job mehr. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Dein Fahrrad steckt echt im Eis fest, hm? Ich denke, das Eis wird morgen geschmolzen sein. Das bringt mir aber nichts. Wenn ich die Pakete heute nicht austrage, habe ich bald keinen Job mehr. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Viel Glück, Plato. Bis bald. Danke. So ein Unglück. Ich wollte doch heute Abend mit Anja ausgehen.
Ordnung.